merkt richtig, es geht ums Zusammenleben, ums Gemeinsame. Wenn man hier hinkommt und es anschaut, wie es jetzt belebt ist mit den Leuten, es macht wahnsinnig viel Spass. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, wie das war, die erste Generalversammlung, Schwammerdingen im Högerli oben. Ganz klein. Ich finde, sie haben es recht clever eingerichtet, dass man hier atmen kann, dass es Licht hat, dass es Platz hat. Ja, das ist einfach menschlich. Gemeinschaft, ja. Es ist wirklich angenehm, ja. Mal, es ist super organisiert, da muss ich sagen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle hier eingefunden habt, dass wir zusammen den historischen Moment begehen können. Wir stehen jetzt hier im Matterhof. Wir haben ja das alles mitrealisiert, kann man so sagen? Wir haben das mitrealisiert und das ist natürlich eine ganz tolle Siedlung geworden. Und wir freuen uns auf die vielen Leute, die jetzt hier Einzug nehmen. Das kommt richtig Leben rein, das ist richtig freudige Geschichte. 75 Jahre Solingen Hof heisst für mich eine grossartige Geschichte. Viel Mut, viel Wohn- und Lebensraum, der für viele Menschen entstanden ist. Grossartige Leistung. Das ist so Wie lange sind ihr schon da? 2 Wochen jetzt. Was haben ihr schon erlebt? Unsere Nachbarin, gerade auf dem gleichen Stock haben wir kennengelernt. Andere Leute natürlich auch. Und meine Partnerin ist Deutsche, auch deutsche Leute kennengelernt und so. Ja, das macht Spass, das ist etwas Schönes. Alle Leute sind neu eingezogen, niemand war schon vorher da. Und ja, man sieht sich noch in die Wohnung rein und... Also, dass sie sich so Mühe geben für die Familie, das ist wirklich etwas lässig. So. Ich finde es Zusammensein, Nachbarn finde ich super, Spielplatz ist gut. Gemeinschafts- und Soziale für Kinder. Wir haben so viele Nachbarn, die wir kennen und wir haben ein ganz gutes Verhältnis. Gefällt dir besonders gut an dem Fest? Was machst du die ganze Zeit? Das Riesenrad finde ich mega lustig und da habe ich dann mit anderen Kindern gespielt. Was ist für dich jetzt das Schönste an dem Fest? Dass man so viele Lieder und dass der Blick kommt. Wir reiten dort und dann um die Kurve wieder. Und ich bin also nicht gerade das erste Mal reiten, es ist einfach anders, weil ich lange nicht mehr reiten gegangen bin. Ich bin erst seit einer Stunde da und das wird ein langer Abend. Wie schlimm ist jetzt der Regen da? Also der Regen macht gar nichts. Es ist ein super Fest, ich bin recht überrascht. Das lässt uns nicht irgendwie unsere Stimmung kaputt machen. Mir ist es egal. Das Fest, wie gefällt dir das? Sehr gut, völlig positiv überrascht. Ich hatte schon ein bisschen Hunger und gerade natürlich am Bullenstand mal angesteuert. Und die Kinder haben auch gesagt, dass hier alles gratis ist. Es ist ein bisschen Stress, um sich durch alles durchfuttern. Sie haben sich einiges einfallen lassen, muss ich sagen. Kompliment. Und ich finde das eigentlich schön, die ganze Begegnung. Man ist sich das eigentlich gar nicht gewöhnt, aber ja. Wir geniessen es von vollem Herzen. Ich muss sagen, das ist einmalig. Es gefällt Ihnen besonders gut? Alles. Ich würde sagen, es ist alles perfekt. Das ist gigantisch. Also. Haben es wirklich super gemacht, wirklich gut, ja.
Also die Leute haben gesagt, sie freuen sich, dass du zurückkommst nach Schwammendingen. Blick, wie lange bist du schon nicht mehr hier in Schwammendingen gewesen? Was das Zurückkommen betrifft, sehe ich es natürlich gleich wie das Publikum. Ich bin ein Großteil von meiner Kindheit hier gross geworden und das ist wirklich ein Homecoming. Da geht es darum, das ist Kindheit, das ist Vergangenheit, das ist Schwammendingen hat mich geprägt als Mensch logischerweise und sicher auch ein Stück weit meine Musik. Es war wirklich ein tolles Konzert. Wir haben das Gefühl, dass der Blick auch von da ist. Wir waren wie eine Gemeinschaft. Und super Ambiente, egal ob klein oder gross, alle haben mitgemacht. Und das tolle Konzert auch gefühlt in sich. Und es war wirklich schön. Wie war der Weg jetzt? Super. Perfekt. Es war geil. Es war richtig geil. Es war sehr cool. Es war alles cool. Und jetzt, was machen wir da hinten? Warte auf den Blick. Und dann? Heute machen wir es so. Wir machen aber um 12 Uhr zu, oder? Genau, und weiter anstellen um 12:30 Uhr. Okay.